Okay. Halli, hallo, hallöchen, Leute. Super, danke dir. Sehr gerne. Alexa, Logo an. Ganz ungewöhnlicher Start, ich weiß schon, aber wie ihr vielleicht wisst, bin ich die Woche bei der Kinopremiere zum Wreckers eingeladen worden. Ich fühle mich mega gern, hab mega Bock drauf, Sachen will ich anpacken und dann würde ich sagen, let's go rein da. Da war ich noch mega motiviert bei den Reisen, bin 2 Stunden gefahren, Podcast gehört, Musik, alles lief super und dann plötzlich folgendes. Und das ist einfach jetzt Stau hier. Und da hinten hat es gequalmt übel heftig, weil man noch sehen kann da hinten, aber. Ah. Bis da hinten ist der Stau, ja, Mann. Ist da wohl ein LKW quergefahren, der ist gebrannt, der hat den Boden sehr stark beschädigt, dass der erstmal repariert werden muss aufwendig. Und sie warten noch auf einen Kran, dass sie den LKW beiseite heben können. Ich hatte absolut gar keinen Bock drauf und dachte, dass der Stau vielleicht eine Stunde gehen würde, aber ich sollte mich gewaltig irren. Ich stehe seit 4 Stunden im Stau. Was geht bei euch so? Ich chill hier gerade auf der Autobahn, ist mega cool. Es war nicht mega cool. Es war sogar schon so weit, dass sogar das Deutsche Rote Kreuz vorbeikam mit dem Auto und jeden von uns einen Zitroneneistee gereicht hat. Warum Zitrone? Team Pfirsich auf jeden Fall. Aber dann, nach 4 Stunden war es dann soweit. Eigentlich, ja. 4 Stunden lang im Stau gestanden, dann rückwärts irgendwie die Autobahn hoch und dann kommt man rechts irgendwie runter an die Seitenstraße durch die Polizei. Mann, endlich. Oh. Es sind noch 5 Stunden Auto fahren bis nach Berlin. Ich kann heulen. Nach tränenreichen weiteren 5 Stunden kam ich dann schlussendlich um 1.30 Uhr im Hotel an. Begrüßt von einer zu tiefen Decke habe ich mich in den zu engen Aufzug gezwängt. Gerade so groß, wie ich weit bin. Und bin in komplett stille Rezeption gelatscht. Hallo. Und so leid, wie es tut, aber ich habe den Rezeptionisten so gut wie nie verstanden, was der gesagt hat. Berlin, Japan, Niederjapan. Versteht nichts, was? Irgendwie haben wir uns verständigen können. Ich habe ihm eine gute Nacht gewünscht. Gute Nacht. Und bin in mein Zimmer. Okay. Boah, es wird noch ein bisschen nach Kacke, wirklich. Was hätte jemand gerade noch eingeschissen? Und für die Stimmung? Dann habe ich mir zur Beruhigung erstmal einen auf Sensevu gemacht und das Bett ausgiebig studiert. Ist endlich mal ein Zimmer, das hoch genug ist für mich. Ah, das Beste immer. Fernseher ohne Ton. Und Fuß in der Ritze. Geschafft von der 12-stündigen Anreise, habe ich mir ins Bett gelegt, um fit zu sein für den nächsten Tag. Ich habe also mit meinen ganzen Freunden zusammen gefrühstückt. Im Laufe des Tages kam noch die beste Kamerafrau, die man sich vorstellen kann. Kati, ihr kennt sie wahrscheinlich noch von diesem Video. Warum sind wir eigentlich befreundet? Oder diesem. Brüste. Also sind wir da gemeinsam rüber zum Kino gelaufen und da hatte ich dann eine besondere YouTube-Video-Idee. Hallöchen Leute, hier sind wir vor dem Zoopalast-Kino. Ich wollte Leute, die ich dort treffe, fragen, wie sie den Film einschätzen würden, bevor sie ihn überhaupt gesehen haben, von der Skala von 1 bis 10. Und dann, nachdem sie ihn gesehen haben, nochmal befragen. Und natürlich hätte ich auch bessere Fragen stellen können, weil bei rein Miraculous-Fans auf der Premiere sind, die werden es wahrscheinlich nur hochloben. Logisch. Let's go. Das erste, was ich gesehen habe dort, war ein VW-Käfer, glaube ich, im Stil von Ladybug. Warum gerade ein roter VW Beetle im Stil von Ladybug vor dem Gebäude steht, das würdet ihr im Kinofilm dann auch sehen. Und ich habe mir direkt gedacht, da muss ich ein Foto von machen, weil direkt davor auch ein Ladybug und Cat Noir-Cosplayer standen. Und kaum laufe ich ein paar Meter weiter, sehe ich plötzlich Peter Flechtner. Grandioser Synchronsprecher von Hawkmoth steht einfach random draußen und ich will einfach mit ihm reden. Ich will ihn direkt ansprechen, aber ich habe nicht vorbereitet, mir zu überlegen, was ich sagen will. Hi. Hi. Sorry, ich bin nervös. Aber es hat gereicht, um zu kommunizieren, dass ich gerne ein Foto hätte und das habe ich jetzt. Aber dass ich im Laufe des Tages noch ein Gruppenfoto haben würde mit den größten Synchronsprechern von der Serie und dem Film, hätte ich niemals gedacht. So, wir haben hier einmal Madame Noir. Und Christina. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wir haben den Film noch nicht gesehen. Aber habt ihr ihn schon gesehen? Nee, ne? Nein, ich schon. Du schon? Ich war in Paris. Ach, oh krass. Okay. Nicht spoilern. Okay. Dann frage ich dich mal zuerst. Von einer Skala von 1 bis 10 ohne die 7, wie denkst du, wie gut wird der Film? Kann ich auch 100 sagen? Und du hast ihn schon gesehen. Wie findest du ihn, ohne zu spoilern, von einer Skala von 1 bis 10 ohne die 7? Kann ich 200 sagen? Okay, also ich glaube, sie findet den Film sehr gut. Wenn ihr denkt, ihr seid vorbereitet, ihr seid nicht vorbereitet. Emotional, wir werden weinen. Diese grüne Tränen, also runterlaufen. Ja. So, wir sind einmal mit. Schatz Baginett, Mariana Pumkosanovic. Der Film war ja schon eine Weile in Paris, jetzt auch schon draußen, aber ihr habt ihn noch nicht gesehen. Von einer Skala von 1 bis 10, wie gut denkt ihr, wird der Film ohne die 7? 10 von 10. 20 von 10. Okay, die Antworten ähneln sich alle ein bisschen. Ich bin ja mit. Rising Phoenix MLB. Du hast jetzt einen Miraculous-Charakter gemacht. Selbstgezeichnet alles? Genau. Ja, krass. Von einer Skala von 1 bis 10, du hast den Film noch nicht gesehen erstmal. Nee, hab ich nicht. Okay. Von einer Skala von 1 bis 10 ohne die 7, wie würdest du den Film bewerten? Wie würdest du denken, wie er ist? 10.000. Die Zeit wird immer höher, die Zeit immer höher. Definitiv. Dankeschön. Dann hat mir eine Zuschauerin noch eine kleine Mini-Vesperia gegeben. Die werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. Vielen Dank dafür. Und dann ging es zum roten Teppich. Dort habe ich nicht nur meine krassesten Moves rausgepackt. Nein, ich durfte sogar auch Interviews geben. Was bist du, TikTok?
TikToker. Neulich bei diesem einen Interview einen megamäßigen Fehler gemacht. Wenn du auf ein erstes Date gehen würdest, ja, und das Date, was kommt, ja, würde in einem Ladybug oder wie heißt andere Cat No Out Win All kommen? Kennt sich aus, ja. Ich gehe richtig gut aus. Ja, ich merke, ja. Würdest du sagen, geil? Bevorzugt mich aber ein bisschen wie Viperia. Ich habe statt Vesperia Viperia gesagt. Ich bin hier mit Namuto. Von der Skala von 1 bis 10 und 7, wie gut denkst du, wird der Film? Also ich habe schon einiges gehört, von daher, ich denke, es ist mega, also eine 100. Ich bin ja mit Snowdragon und Serena Violet Cosplay. Ihr habt den Film noch nicht gesehen oder schon? Wir haben weder den Film noch den Trailer gesehen. Ja, komplett spoilerfrei. Ja. Okay. Wir wollen wirklich überrascht werden. Ja, okay. Fühl ich. Wie denkt ihr, gut wird der Film von der Skala von 1 bis 10 ohne die 7? Boah, ich würde sagen eine 8. Okay. Eine 8,5. Okay. Ich würde sagen eine 11. Ganz ehrlich, ja. Ich habe hohe Erwartungen an den Film und ich freue mich übelst drauf. Also. Weißt du, ich freue mich immer, wenn meine Erwartungen übertroffen werden. Ah, okay, niedrig ansetzen und dann nicht enttäuscht zu werden. Das ist auch cool. Du bist ja schon Antworten bekommen von 8 bis 10.000, also war alles dabei. Gab es eine 0 oder eine 1? Nee, gar nicht. Ich glaube, wir sind auch gar nicht hier dann. Was sollen die denn hier? Eben. Nach hinten, ich bin zu groß. Und dann war ich plötzlich auf einem Foto von Leuten, die ich alle an dem Tag zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe mich wieder wie in der Schule gefühlt beim Klassenfoto oder so. Und dann wurde es plötzlich krass, weil dann wurde rumgesagt, dass Jeremy Zak da ist. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer Jeremy Zak ist. Jeremy Zak ist quasi der Vater von Miraculous, der Erfinder, der Macher davon. Macher. Also habe ich meinen Weg so durch die Menge gebahnt, wollte zu ihm hin, während mir Madame Noir ein ganz unauffälliges Zeichen gibt, wo sie steht. Und ich habe ein Foto bekommen. Dann habe ich noch ein paar französische Macarons geköstigt. Die waren wirklich sehr, sehr lecker, oha. Und dann ging es schon ab in den Kinosaal. Ah, das ist der Synchronsprecher von Cat Noir? Ja, der Synchronsprecher von Cat Noir, aka Adria Grest, stand unten im Kinosaal und hat mit allen Leuten Stories aufgenommen und so weiter. Hallo Leute, ich bin Cat Noir. Kataklysmus. Und da habe ich gedacht, das ist meine Chance. Gehe ich hin, spreche ihn an. Ich wünsche euch viel Spaß im Film Miraculous Ladybug und Cat Noir. Vielen Dank nochmal dafür, war wirklich cool. Und dann zur Aufwärmung wurden so ein paar Fragen gestellt vom Moderator, so ein paar random Zuschauer rausgepickt, die dann Fragen beantworten mussten, dann Geschenke gekriegt haben. Was ist das denn für eine? Oh, warte mal, wie viele Elefanten? Alle. Ich sage 70. 2000 Und dann wurden auch die anderen Synchronsprecher interviewt und da habe ich erst gecheckt, dass die auch noch alle da sind. Ist es so eine Art Traumrolle eigentlich, so eine Animationsfigur zu sprechen? Es ist tatsächlich eine Rolle, die ich super finde und gerade total verwirrt davon, dass meine Stimme da hinten zu hören ist. Sie ist hier zu sehen auf dem Plakat. Sie ist gleich zu hören im Kinofilm. Sie ist zu hören in allen Folgen. Und Lydia Morgenstern ist hier! Als Ladybug versuche ich manchmal ein bisschen tapfer rüberzukommen und meine Rede ist ja sehr aufgeregt oft und verhaspelt sich und hat dann manchmal auch eine sehr hohe Stimme. Manchmal erkenne ich mich auch selbst an dem. Jetzt begrüßen mit einem riesigen Applaus Sarah Engels und Mike Singer! Ich bin die Ladybug in der Gesangsstimme und es ist schon ein mega geiles Gefühl. Ich bin auch sehr gespannt auf den Film. Hallo, geht's euch gut? Bin ich sehr dankbar, heute hier zu sein und für euch die Gesangsstimme von Cat Noir zu sein. Dann wurde der Countdown runtergezählt, der Vorhang ging auf und der Film begann. Was, wenn ich versage? Du musst dich deiner Angst stellen, um die Menschen zu beschützen, die du liebst. Und während ich gerade wie so ein Promi hinter Jeremy Zak so die Treppen runterlaufe, kann ich mal ankündigen, dass morgen um 18 Uhr mein Review kommt zum Film. Es wird spoilerfrei sein, das heißt, ihr könnt das Review sehen, ohne gespoilert zu werden. Ich hab's so formuliert, dass es nicht spoilert. Also in dem Film jetzt gerade gesehen, was jetzt deine Nacht-Danach-Einschätzung 1 bis 10 ohne 7? Unendlich viel, 1000! Das ist krass, aber größer mehr geworden ist. Ich hab bei dem Film sehr viel geweint. Also er war sehr, ihr müsst ihn euch ansehen. Absolute Empfehlung. Am Ende kam mir auch so ein bisschen die Tränen, muss ich sagen. Ja, und bei dir, wie willst du es bewerten? Ja, ich war so hin und weg, ich war richtig aufgeregt. Oh mein Gott. 10 Bewertungen ohne die 7? 100.000. Okay, merken, dass die Bewertung wird immer höher, ja, okay. Was ist jetzt deine Bewertung, die du eben gesehen hast? Also ich bin mega überrascht, also
die Zahl gibt's nicht. Also ich bin über 10 hinaus. Und neben dem Autogramm, was ich da gerade konzentriert gebe, habe ich auch viele von euch getroffen, Fotos gemacht, wie ihr auch schon gesehen habt. Also wirklich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich welche von euch sehe. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und ja, meine Videos guckt. Warum eigentlich immer ohne 7? Das ist die Frage. Ja, weil viele so im Mittelmaß sagen immer 7, so wenn es so okay ist. Und 10 ist das Beste? Kannst du auch ein bisschen kritischer sein, wenn du sagst so. Nein. Also, okay, ich würde sagen eine 9, weil mir die Geschichte ein bisschen zu sehr schnell durchgeheizt worden ist. Ja, finde ich genauso, ja. Ich genauso. Das ging mir so schnell von dem einen auf das andere mit den Emotionen, aber man muss ja auch fairerweise sagen, es ist ein Kinofilm. Die müssen ja, das in eine kurze Zeit packen und ja. Aber die Gefühle von Gabriel Gress und der Song von Peter Flechter haben alles wieder gut. Mega abgeliefert, also der Song war wirklich top-notch, muss ich sagen, ja. Was ist denn deine Bewertung? Das sage ich im Video morgen. Ich muss mir meine Gedanken sortieren noch alle. Immer noch 20 von 10. Aber das Ende... Wie sieht es bei dir aus? Ich fand es auch richtig gut, ich fand die Musik auch richtig gut und ja, das Ende hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Sonst war der eigentlich eine 10 von 10, also... Ja, die Animation auf jeden Fall top. Ja, die fand ich auch am besten, ja. Ich habe am Anfang gesagt 200, jetzt sage ich 1000. Hast du das alles verstanden auch jetzt? Auch ja, jetzt habe ich verstanden. Es war total schön, alles war schön. Die Synchronsprecher, die Sänger haben eine tolle Arbeit gemacht. Ihr müsst den am 6. Juli gucken. Und nach den Interviews drehe ich mich so um und sehe plötzlich, dass alle Synchronsprecher, also Tiki, Ladybug, Cat Noir und Hawkmoth, auf einem Haufen stehen und gerade Fotos mit Leuten machen. Und da habe ich mir gedacht, ich sneak mich dazwischen und mache auch gleich mit eins. Und das Foto könnt ihr auf Instagram sehen, also folgt mir da gerne. Und als alle so langsam am Gehen waren und noch der Kern übrig geblieben ist, gab es noch eine kleine Aftershow-Party. Ja, das war das Video, wir haben den, ja, das war der Vlog, wir haben den Film gesehen. Meine Bewertung dazu habt ihr wahrscheinlich gestern schon gesehen. Hier könnt ihr das Video nochmal sehen von gestern. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag noch, lasst einen Daumen hoch da, abonniert gerne und macht's gut, haut raus, ciao!